Hallo liebe Zuschauer der Online-Hanfparade, mein Name ist Nils Biedermann. Ich beschäftige mich sehr mit internationaler Drogenpolitik, habe meine Bachelorarbeit über Drogenpolitik auf UN-Level geschrieben und ich hatte letztes Jahr die Chance, bei der 62. Sitzung der UN-Suchtstoffkommission dabei zu sein. Das habe ich geschafft, da ich über die amerikanische Organisation MAPS einen NGO-Pass dafür bekommen habe. Und ich möchte euch heute etwas über internationale Drogenpolitik erzählen, wie internationale Drogenpolitik funktioniert und was sich in den letzten Jahren bzw. bei der diesjährigen Sitzung der UN-Suchtstoffkommission zusammengetragen hat. Das wichtigste Organ in der internationalen Drogenpolitik ist die Commission on Narcotic Drugs, das CND, oder auf Deutsch die UN-Suchtstoffkommission. Die UN-Suchtstoffkommission ist ein Unterorgan des United Nations Office on Drugs and Crime und besteht aus 53 Staaten, die nach einem geografischen Prinzip rotieren. Es hat zwei Hauptkomitees. In einem wird quasi über den Wortlaut der Resolutionen bzw. Ereignisse und Ergebnisse diskutiert und im anderen werden die Entscheidungen getroffen. Und es gibt bei der Hauptsitzung der UN-Suchtstoffkommission jeden März gibt es unter anderem Nebenevents, die sowohl von Staaten als auch von Nichtregierungsorganisationen erstellt werden können bzw. durchgeführt werden können. Und außerdem gibt es ein Gebäude, wo die Sitzung stattfindet, nämlich im Vienna International Center in Wien, eine Ausstellung, wo Länder und Organisationen ihre drogenpolitische Strategie vorstellen können. So, das Interessante an der UN-Suchtstoffkommission ist die Art und Weise, wie Entscheidungen dort gefällt werden. In internationaler Drogenpolitik werden nämlich alle Entscheidungen im Konsens gefällt. Dieser Konsens nennt sich der Wiener Konsens. Das heißt, dass Ergebnisse auf internationaler häufig den kleinsten gemeinsamen Nenner beschreiben zwischen allen Ländern weltweit. Es gibt international drei große Drogenkonventionen. Das ist das UN-Einheitsabkommen über Drogen bzw. die UN-Single Convention on Drugs von 1961. Das ist auch für Cannabis das eigentlich entscheidende Dokument. Und dann gibt es noch die zwei Konventionen von 1971 und von 1981. Die wichtige Konvention ist aber die von 61. Da ist Cannabis in der Stufe 4. Es gibt insgesamt vier Stufen. Die Stufe 4 ist quasi die Stufe für die extra Bösen. Da befinden sich außerdem noch drin Coca und Opium, also die Grundstoffe für Kokain und Heroin. Und die Stufe 4 besagt, dass dieser Stoff keinen medizinischen oder allgemeinen Nutzen hat. So, kommen wir zum ersten aktuellen Thema in der internationalen Drogenpolitik, zum Thema Cannabis. Einige von euch haben vielleicht mitbekommen, dass im Dezember 2018 das erste Mal Cannabis auf internationaler Ebene wissenschaftlich untersucht wurde, und zwar von der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Die hat mit einem Expert Committee 6 Vorschläge zusammengestellt, wie man Cannabis international neu klassifizieren könnte. Der dafür wichtigste Vorschlag ist der Cannabis aus der notorisch bösen Stufe 4 in die immer noch äußerst verbotene Stufe 1 schiebt. Das würde bedeuten, dass die UN und damit auch die internationalen Verträge anerkennen, dass Cannabis einen medizinischen Nutzen hat. Und was hat die UN-Suchtstoffkommission mit diesen Empfehlungen gemacht? Sie hat sie vertagt. Die Vertagung liegt daran, dass der Wiener Konsens wieder zugeschlagen hat, dass alle Entscheidungen in der UN-Suchtstoffkommission im Konsens getroffen werden müssen. Und es gab während der Sitzung dieses Jahr einige Misstöne über die Vorschläge, und zwar meistens aus den prohibitionistischen Ländern, wie zum Beispiel China oder Russland. Die waren mit dem Vorschlag der Verschiebung von Cannabis in die Stufe 1 gar nicht einverstanden, haben gesagt, dass es quasi negative Auswirkungen auf die Jugend hätte. Zwar sind es jetzt an sich negative Nachrichten für alle Fans von Cannabis, aber es sind einige andere interessante Dinge und einige andere progressive Dinge vor allem passiert, die es auf jeden Fall wert sind, erzählt zu werden. Als erstes muss erwähnt werden, dass der konservative norwegische Gesundheitsminister
zusammen mit mehreren anderen Staaten ein Nebenevent organisiert hat zum Thema Entkriminalisierung von Drogenkonsum insgesamt. Einige von euch werden es mitbekommen haben, dass Norwegen entschlossen hat, seinen Drogenkonsum komplett zu entkriminalisieren. Und es war recht interessant, weil auf diesem Nebenevent der konservative norwegische Gesundheitsminister gesagt hat, dass die Strafverfolgung kein angebrachtes Mittel ist, um Drogenkonsum zu verhindern. Und weiterhin gab es einen sehr interessanten Austausch zwischen demselben Gesundheitsminister und einem aktiven norwegischen Aktivisten. Und der Gesundheitsminister meinte dann, ja, ihr hattet tatsächlich recht, Prohibition funktioniert nicht und wir lagen damit falsch. Und es gab noch eine weitere Überraschung bei der diesjährigen Sitzung der UN-Suchtstoffkommission. Der Präsident des International Narcotics Control Boards, oder des INCB, das eigentlich ein unabhängig konservatives Expertenkomitee ist, das quasi die Einhaltung der internationalen Konventionen der einzelnen Staaten überprüft. Der Präsident des INCB hat in der Pressevorstellung des neuen Jahresberichts der Organisation gesagt, es ist offensichtlich, dass das Verbieten von weiteren 20.000 chemischen Substanzen unsere Probleme nicht lösen wird. Wir haben einige fundamentale Angelegenheiten innerhalb der Konvention, mit denen sich die Staaten beschäftigen müssen. Und nochmal, wir müssen erkennen, dass die Konventionen vor 50 und 60 Jahren geschrieben worden sind. Und ich denke, es ist eine angemessene Zeit, um zu prüfen, ob diese ihren Zweck noch erfüllen oder ob wir alternative Instrumente und Ansätze brauchen, um mit diesen Problemen umzugehen. Das ist was Besonderes und der Präsident bezieht sich damit zum Beispiel auf die Fülle an synthetischen Cannabinoiden, die jedes Jahr auf der Sitzung der UN-Suchtstoffkommission verboten werden. Und er hat erkannt, dass das ständige Verbieten nichts bringt. So, und zum Abschluss möchte ich euch noch was über drogenpolitischen Aktivismus auf UN-Level erzählen. Also wie kann man sich dort überhaupt einbringen, wie sieht das Ganze aus, was sind Besonderheiten. Und ich möchte einfach nochmal so ein bisschen erzählen, was mir am Herzen liegt. Als allererstes ist es so, dass das Ganze eine sehr, sehr offizielle Veranstaltung ist. Also man unterhält sich dort mit Diplomaten, alle Leute tragen einen Anzug, Security, also gehört quasi alles dazu. Deutschland hat auf internationaler Ebene einen überraschend guten Ruf. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir inzwischen begriffen haben, dass Drogenpolitik eher eine Public Health Angelegenheit ist und mit dem kriminellen Sektor wenig zu tun hat, auch wenn die Kriminalisierung offensichtlich immer noch ein großer Teil ist. International sieht Deutschland dabei recht gut aus, vor allem da man es halt mit anderen Ländern wie zum Beispiel den Philippinen, China, Russland, also deutlich brutaleren und prohibitionistischen Ländern vergleicht. Auch ist Drogenpolitik auf internationaler Ebene teilweise richtig absurd. Es ist Ländern erlaubt, quasi Stände aufzubauen, wo sie ihre nationale Drogenstrategie präsentieren können. Und es kann teilweise wirklich komische Züge annehmen. Zum Beispiel hatten die Philippinen, wo im Moment gerade ein menschenrechtswidriger Drogenkrieg stattfindet, hatten einen Stand, in dem sie Anti-Drogen-Comics für Kinder ausgelegt haben. Dann hat zum Beispiel das Königreich Saudi-Arabien einen riesigen Stand gehabt, wo sie teilweise Drogenfunde präsentiert haben oder auf Tafeln erzählt haben, wie ihre Drogenstrategie funktioniert und wie das Militär quasi dazu beiträgt, das Land vor Drogen zu schützen. Also das ist schon was wirklich wahnsinnig Komisches, wo man auch gar nicht am Anfang gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Es gibt aber nicht nur schlechte bzw. absurde Dinge, sondern auch gute. Also zum Beispiel hatte Kanada einen Stand, wo sie sich viel mit dem Thema Stigmatisierung von Drogenkonsumenten auseinandergesetzt haben. Und die haben da eine Aktion gestartet, die hieß Stigma Ends With Me, wo sie diese Pullover verteilt haben. Und das war recht abgefahren, dass der kanadische Stand, wo es um diese progressive Sache geht, direkt neben dem philippinischen Stand war.
in dem Land, in dem quasi immer noch Leute ermordet werden für Drogenkonsum. Ansonsten ist progressiver drogenpolitischer Aktivismus auf UN-Level sehr, sehr familiär. Die wenigen jungen Leute, die da sind, sind untereinander gut vernetzt, gehören zu den verschiedenen jugendpolitischen Organisationen, wie zum Beispiel Students for Sensible Drug Policy oder Youth Rise oder MAPS. Beziehungsweise deutsche Organisationen sind dort wahnsinnig unterrepräsentiert. Also es gibt nur eine deutsche Organisation, die dieses und letztes Jahr auf der Sitzung der UN-Suchtstoffkommission war, und das NOMAD-Institut aus Berlin. Und ansonsten kommt da sehr viel aus progressiven Ländern wie zum Beispiel Kanada oder den USA. Man muss sich auch manchmal sehr zusammenreißen, um nicht allzu sehr frustriert zu werden, da das halt ein Forum ist, das quasi allen Ländern die Möglichkeit bietet, sich auszusprechen, wird man ganz häufig mit absoluten Fehlaussagen konfrontiert, wo chinesische Diplomaten irgendwas herbeilügen oder russische Diplomaten irgendwas Falsches über Drogen erzählen. Und zum Abschluss noch, der größte Unterschied zwischen also nationaler deutscher Drogenpolitik und internationaler Drogenpolitik ist wahrscheinlich der, dass wir in Deutschland auf einem viel, viel weiter fortgeschrittenen Level sind, wie wir das international sind. Also ich habe mehrere Aktivistinnen und Aktivisten getroffen, die zum Beispiel dafür plädiert haben, dass die Todesstrafe in ihrem Land abgeschafft wird. Also zum Beispiel in Singapur oder philippinische Aktivisten, die sich gegen den Drogenkrieg eingesetzt haben. Also das sind eigentlich Zustände, mit denen man sich hier gar nicht mehr auseinandersetzen muss, was ein unfassbares Privileg ist und was aber auch wieder ein Licht darauf wirft, dass Drogenpolitik unterschiedlich national gemacht wird. Und wer sich jetzt weiterhin für internationale Drogenpolitik interessiert, dem kann ich nur den CND-Blog ans Herzen legen, der von den Veranstaltungen live bloggt. Und außerdem gibt es ein wunderschönes Handbuch von Students for Sensible Drug Policy, eine Studentenorganisation, die es inzwischen in Deutschland und Berlin auch gibt, wenn mich nicht alles täuscht. Die haben ein wunderbares Handbuch oder einen Ratgeber zu dem Thema herausgebracht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und einen schönen Abend noch miteinander. Super. Ja, Nils Biedermann, wir haben eben gehört, Cannabis und Drogenpolitik auf internationaler Ebene, auf UN-Ebene. Du warst in Wien auf der UN-Drogenkonferenz zu Gast. Und ich stelle erstmal eine Frage aus dem Chat, weil sehr viele Leute fanden deinen Beitrag eben per Video doch sehr sympathisch, fanden dein Shirt sehr sympathisch und haben gefragt, was machst du eigentlich, außer Drogenpolitik sozusagen im Leben? Ich habe ein Politikstudium im Bachelor. Also ich habe in Konstanz Politik studiert und habe währenddessen schon mich viel mit internationaler Drogenpolitik beschäftigt. Dann habe ich das Studium abgeschlossen und fange jetzt im Oktober einen Master in Public Health an der TU in Chemnitz an. Und habe in der Zwischenzeit auf einem Bauernhof bei uns in der Nähe gearbeitet und war zwischendrin viel mit internationaler Drogenpolitik beschäftigt, wie zum Beispiel in Wien oder ich war auch mal in Lissabon bei der Sommerschule der Europäischen Drogenbehörde, wo ich die ersten Kontakte in die Szene da geknüpft habe. Da knüpft doch meine erste Frage an. Du hast uns eben erzählt, in deinem kurzen Video oder in einem etwas längeren Video, wie zum Beispiel Saudi-Arabien oder die Philippinen sich auf solchen Veranstaltungen präsentieren. Wie sieht es mit NGOs aus, mit Non-Government Organizations? Können die sich genauso gut dort repräsentieren? Genauso gut nicht. Genauso gut können sie das nicht machen. NGOs können sich zum Beispiel keine von diesen Ständen aufbauen. Das können nur quasi die einzelnen Staaten. Aber es ist so, dass sich die Präsenz von NGOs in den letzten Jahren bei der UN in Wien vervielfacht hat. Also es war vor mehreren Jahren wäre es unmöglich gewesen, dass sich Organisationen wie SSDP oder MAPS in Wien treffen. Und es wäre auch vor einigen Jahren noch nicht möglich gewesen, dass in Wien überhaupt
über Menschenrechte und Drogenpolitik diskutiert wird, weil gesagt wurde, das passiert alles nur in Genf. Und von daher ist es so, dass der Influx an NGOs bei der CND was sehr Positives an sich selber. Es gibt viele Nebenevents inzwischen und da muss man ehrlich sagen, da hat sich der Einfluss oder der sichtbare Einfluss hat sich vervielfacht in den letzten Jahren. Speziell mit Cannabis, wir haben ja eben auch gehört, die Entscheidung der Neueinstufung des medizinischen Nutzen vor allen Dingen von Cannabis wurde wieder verschoben. Was denkst du, wie sieht es nächstes Jahr aus? Wir haben ja dann nächsten Frühjahr die nächste Konferenz. Schaffen wir das nächstes Jahr oder? Also der nächste Verhandlungstermin für diese Empfehlungen ist im Dezember. Da ist nochmal eine Session des CND und das zählt immer noch als die 63. Session. Das ist ein bisschen komisch. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich wenig Optimismus in diese Empfehlungen der WHO habe. Und das liegt an diesem Wiener Konsensprinzip. Wofür ich aber Optimismus habe, ist, dass sich das drumherum ändert in Nebenevents oder dass sich quasi bessere oder offiziellere Positionen dazu entscheiden, zu sagen, okay, wir möchten jetzt dekriminalisieren, wie das zum Beispiel jetzt mehrere UN-Organisationen gemacht haben. Ich glaube, dass das sich verändern wird, eher bevor sich beim Thema Cannabis irgendwas tun wird. Nun haben wir ja gehört, ich habe da auch schon viel drüber geschrieben, ich bin da auch immer wieder sehr schockiert über Länder wie Saudi-Arabien, wie Philippinen, wo Cannabis oder auch legalisierte... Ach, wir sind mal wieder offline. Ah, jetzt? Ich fange einfach noch mal neu an, sorry. Wir haben eben auch gehört... Wir haben eben gehört, Länder wie die Philippinen oder Saudi-Arabien, mich schockiert das selber auch immer wieder, wo wirklich im Namen der Drogenpolitik massiv Menschenrechte verletzt werden, können sich auf solchen Veranstaltungen doch wunderbar präsentieren, ohne dass da jemand groß Anstoß dran nimmt. Nun ist die Frage, sind das die gleichen Länder, die... Entschuldigung. Sind wir wieder da? Ja, okay. Jetzt. Meine Frage, sind das die Länder, die sich dort so repressiv präsentieren, sind das auch die gleichen Länder, die solche Verhandlungen blockieren? Oder gibt es da andere Länder, die sagen, das mit dem medizinischen Nutzen, das verschieben wir lieber? Oder ist das deckungsgleich? Oder gibt es da, wie in der EU zum Beispiel Schweden, immer wieder Länder, die sagen, nee, wir wollen die Neubewertung verschieben, wir machen das nicht mit? Ja, das ist ziemlich deckungsgleich. Also es ist so, dass sich insbesondere Staaten wie Russland und China sehr stark dagegen einsetzen. Und man muss beachten, dass das Ganze bei der UN auf geopolitischem Kontext stattfindet. Also dass Drogenpolitik geopolitisch einsortiert werden muss und dass manche Länder zum Beispiel Drogenpolitik immer noch für innenpolitische Maßnahmen nutzen und sich deswegen schon gar nichts tun wird. Also gerade in nicht demokratischen Ländern wird Drogenpolitik ja gerne dafür verwendet und in demokratischen Ländern auch, um Minderheiten zu unterdrücken etc. Das muss man immer noch mit dabei bedenken, wenn man darüber redet. Es ist aber auch so, dass sich teilweise Länder wie zum Beispiel die EU, die beim CND ja als Block abstimmt, dass es dann immer noch Länder gibt, die dann sagen, okay, wir warten lieber mal noch ab oder wir nehmen diesen einen Vorschlag noch nicht an, weil uns nicht ganz klar ist, was das bedeutet. Und das ist dann viel UN-Sprech, sage ich jetzt mal, dabei, was in diesen Resolutionen mit rauskommt. Da so definitive Antworten zu geben, ist sehr schwierig. So. Wie agieren denn in diesem Zusammenhang Kanada und Uruguay, wo ja doch zumindest Cannabis auf nationaler Ebene komplett legalisiert wurde, eine ganz andere Präventionspolitik mittlerweile auch verfolgt wird, ein ganz anderer Präventionsansatz, ein konsumakzeptierender Ansatz, können sich solche Länder dort auch entsprechend präsentieren und sozusagen für ihren Weg in der Drogenpolitik werben? Ich muss gleich nochmal fragen. Es verbindet sich erneut. Ich frage einfach nochmal. Es ist... Ja. Wie präsentieren sich... Es ist einfach eine schlechte Verbindung. Ich frage einfach nochmal. Es gibt ja mittlerweile Länder auf internationaler Ebene, die haben zumindest in der Cannabispolitik einen anderen drogenpolitischen Ansatz gewählt.
Können Länder wie Uruguay oder Kanada zum Beispiel auf solchen Veranstaltungen innerhalb der UN, in der WHO, auch für ihren Weg, den sie gewählt haben, drogenpolitisch werben, den dort darstellen? Oder wird das da eher so ein bisschen totgeschwiegen? Nein, die Staaten können das tun. Die können das nicht quasi im Sinne des machen, dass sie quasi Einfluss auf die Resolution haben, aber sie können es mit ihrer ganzen Präsenz auf der Veranstaltung. Also gerade der Stand der Kanadier, der sich mit Themen wie Stigmatisierung beschäftigt. Uruguay hat in dem Jahr, als ich da war, ein Nebenevent zum Thema Legalisierung gehabt und hat quasi dort über das eigene Modell quasi berichtet. Und das hat auf jeden Fall Präsenz und dadurch wird Drogenpolitik sichtlich verändert auf internationalem Level. Und da glaube ich auch, dass der nationale Weg, quasi national Druck zu machen auf internationale Drogenpolitik, der erfolgreichere Weg ist, als quasi auf das internationale Level zu warten, bis das mitgezogen hat. Das heißt, jedes Land, was jetzt auf internationaler Ebene, also was national einen anderen Weg geht, täte gut daran, das auf international die Kanadier und die in Uruguay zu unterstützen. Und das hat doch einen guten, also das ist der größte Effekt, den man international momentan haben kann, eine nationale Legalisierung. Ist das richtig? Das halte ich, ja, das halte ich für den besten Weg, um international Einfluss zu nehmen. Noch eine ganz kurze Frage. Wir haben ja nun auch viele Länder auf dieser Welt, wo Cannabis zwar nicht legal, aber quasi legal ist. Ich nenne da zum Beispiel Spanien, die Niederlande. Chile ist ein Land in Südamerika, wo ich mitgekriegt habe. Kolumbien ist ein Land in Südamerika, wo ich mitgekriegt habe, der Cannabiskonsum und der Besitz wird eigentlich gar nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Wie präsentieren sich diese Länder? Auch schon mit einem neuen Ansatz oder ist da noch sozusagen die offizielle Regierungspolitik ausschlaggebend für die Außendarstellung? Nein, insbesondere südamerikanische Staaten setzen sich sehr dafür ein, dass der Krieg gegen die Drogen aufhört. Sie setzen sich nicht direkt für Legalisierungsversuche ein, aber sie beeinflussen und beharren darauf, dass der Krieg gegen die Drogen, der hauptsächlich von den USA geführt worden ist, ihre Länder zerstört und ihre Bevölkerung zerstört. So. Und das merkt man auch, insbesondere Kolumbien, die sind da sehr aktiv. Zu den anderen Ländern, Niederlande und Spanien, das sind Länder, die zur EU gehören und die EU plus Norwegen, die voten quasi auf der CND alle gemeinsam. Also diese Entscheidung wird vorher getroffen unter den einzelnen Drogenministern der EU und da wird dann zusammen Okay. gewotet. Ja. Das heißt, die EU, da werden nicht die nationalen Positionen repräsentiert, sondern da wird eine gemeinsame EU-Position erarbeitet vorher, ja? Um das nochmal klarzustellen. Genau. Es gibt auch eine offizielle EU-Drogenstrategie. Da ist jetzt gerade vor wenigen Wochen die neue rausgekommen. Und danach wird sich gerichtet. Und wie gesagt, die einzelnen Minister der EU treffen sich und diskutieren dann über die Drogenpolitik an sich selber. Das neueste Dokument der EU-Drogenpolitik ist allerdings wieder, also sagen wir, es geht in die falsche Richtung, es geht weg von Sachen wie Beteiligung von NGOs oder Entkriminalisierung. Ja. Ja, da hätte ich eine Frage. Wenn die Schweiz jetzt einen anderen Weg geht als die EU, ist dann das Schengen-Abkommen auf einmal dann nicht mehr gültig, ist dann wieder feste Grenze, wie, es kann ja sein, da in der Schweiz das Volk darüber abstimmt, was sie für gut finden. Und das ist wie beim Frauenstimmrecht, das hat auch lange gedauert. Auch über Cannabis und andere Drogen gab es schon verschiedene Abstimmungen. Und wie schätzt du das ein? Wie weit würde die EU ein Andersgehen bestimmter Länder tolerieren, ohne dass, sagen wir wieder mittelalterliche Zustände haben mit Grenzwachtmeister? Ja, ich glaube, dass die EU sich nicht wirklich darum scheren wird. Also
Ich kann mir nicht vorstellen, also ich habe in Konstanz studiert und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Weg zwischen der Schweiz und Deutschland aufgrund von Cannabis nennenswert größer geschützt wird. Das steht einfach im Gegensatz zu all dem, wofür die EU eigentlich steht. Es kann auch sein, also es kann sein, dass sich die einzelnen, oder dass es ein Statement von der EU geben wird darüber, dass man das nicht gut findet. Aber an sich hat, ist das Thema, glaube ich, zu unwichtig, um so ein essentielles Gut wie die Reisefreiheit oder so großartig zu hindern. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe meine vorerst letzte Frage an dich. Wenn du, wenn man auf solchen Veranstaltungen zu Gast ist, als NGO, inwieweit fühlt man sich als Teil dieser ganzen Veranstaltung und inwieweit fühlt man sich noch sozusagen ein wenig außen vor? Weil du hast ja gesagt, es sind nur gewisse Veranstaltungen offen für die NGOs und es wird einem immer mehr zugehört, hast eben gerade gesagt, Südamerika entwickelt sich da gerade super gut, was zumindest die Dialogbereitschaft betrifft. Wie ist die Dialogbereitschaft so im Gesamten? Wie fühlt man sich dort, wenn man da als NGO zu Gast ist? Man fühlt sich doch noch ein bisschen außen vor, auf jeden Fall. Man ist außen vor in dem Sinne, dass man sofort merkt, welche Leute von NGOs da sind und welche Leute zu Ländern gehören. Und da die NGOs untereinander ja sehr gut vernetzt sind, hängt man sowieso eher miteinander rum. Und deswegen fühlt man sich noch außen vor. Und dann kommen noch verschiedene Faktoren dazu, wie man sich Gehör verschaffen kann. Also man hat zum Beispiel die Möglichkeit, sich mit seinem Diplomaten zu treffen, den man eventuell schon kennt über seine drogenpolitische Arbeit. Aber wenn man das nicht hat, hat man zum Beispiel wenig Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Die größte und beste Art und Weise, Sachen zu bewegen dort als NGO, ist durch Nebenevents zu organisieren, die sich mit den Themen Entkriminalisierung, Entstigmatisierung von Drogenkonsum beschäftigen. Und da denke ich, ist die größte Einflussnahme auf jeden Fall. Ja. Nun ist mir ja auch in den letzten Jahren aufgefallen, dass besonders auf Diplomatenebene und da herrscht sowas wie eine Altersweisheit. Sprich, es gibt immer mehr Diplomaten, besonders auf UN-Ebene, ich nenne da zum Beispiel den Kofi Annan, die sich, nachdem sie Amt und Würden verlassen haben, auf einmal drogenpolitisch um 180 Grad drehen. Der Hans kann da sicher auch ein Lied von singen. Inwieweit passiert dir das? Du triffst ja dann auch Leute, mit denen du eher private Gespräche führst, deren Inhalt nicht veröffentlicht werden können und so. Inwieweit passiert dir das, dass die Leute zu dir auch sagen, ich weiß, das müsste eigentlich so sein, du hast ja recht, aber momentan ist das politisch nicht durchsetzbar und deswegen vertrete ich hier jetzt die Position meiner Regierung. Das habe ich so spezifisch noch nicht mitbekommen. Nein? Nein, das habe ich so. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich hatte wenig Kontakt mit den eigentlichen Diplomaten selber, weil mir da ein bisschen der Zugang gefehlt hat. Aber ich denke, dass es Leute gibt, die sich über bestimmte Dinge aufregen, also insbesondere Leute aus der EU, die sich dann über Formulierungen von den sehr prohibitionistischen Staaten aufregen und sich denken, Leute, das kann doch nicht sein. Aber es wird wohl kaum Leute geben, die sich dann offen hinstellen und sagen, ja, eigentlich müssten wir Cannabis legalisieren, wir wissen das, aber wir müssen uns jetzt quasi auf unsere Staatenlinie halten. Ich glaube, dass sich das eher auf den extremen Gegensatz zwischen sehr hohe Repression und, sage ich jetzt mal, weniger hohe Repression in anderen Ständen, dass man darüber dann flucht. Aber wie gesagt, dass man so voll Legalisierung geht, habe ich noch nicht gesehen. Jetzt habe ich in den letzten Jahren immer wieder Meldungen aus doch sehr repressiven Gegenden und Staaten gehört. Ich nenne da als Beispiel die Philippinen, ich nenne da als Beispiel Singapur. Dass da doch eine offene Diskussion um medizinisches Cannabis entsteht, dass es sogar in dort medizinische Cannabis-Programme geplant sind oder dass zum Beispiel der Duterte hat sich
Der Diktator von den Philippinen hat sich eines Tages völlig überraschend für medizinisches Cannabis ausgesprochen. Einer seiner übelsten Generäle einer seiner Unterstützer ist in der Vereinigung für medizinisches Cannabis auf den Philippinen. Ist man da international schon etwas weiter oder ist das alles nur Mediengeköchelt? Ich habe davon dieses Jahr auf der Sitzung, die ich doch sehr intensiv verfolgt habe, über den CND-Blog und über Twitter und über die offiziellen UN-Medien, habe ich dort eigentlich wenig davon mitbekommen. Ich glaube, dass die Meinung Cannabis als Medizin eine der ist, die man wahrscheinlich am besten vertreten könnte, oder die meisten Leute auch bei der UN unterschreiben würden, aber da liegt dann halt daran, dass der Prozess des Entscheidens in der UN über diesen Wiener Konsens eben nicht so stattfinden kann, auch wenn man eigentlich sagen würde, okay, wir könnten Cannabis als Medizin quasi, wir könnten es aus dieser einen Stufe in die andere Stufe hochstellen. Da steht für manche Staaten zu viel anderes auf dem Spiel, als dass sie da quasi mitmachen würden. So, meine letzte Frage an dich kommt hier auch aus dem Chat. Wir haben ja in den letzten Wochen viel über die Novel Food Verordnung gehört in der EU, was CBD betrifft. Ich weiß nicht, inwieweit du dich da auskennst oder inwieweit dich das Thema auch interessiert. Hast du Tendenzen mitbekommen, dass die EU CBD regulieren möchte in irgendeiner Form? Ich habe das Thema leider nur am Rande mitbekommen und es gab ja von der EU gab es ja quasi Richtlinien, wie sie abstimmen wollten über die einzelnen Vorschläge der WHO und da ging auch eine um CBD und ich kann dir jetzt leider nicht auswendig sagen, was die EU zu dem Thema gesagt hat. Das könnte ich aber auf jeden Fall ergoogeln und irgendwie euch zukommen lassen. Auf WHO-Ebene ist es ja sowieso vertagt, deswegen denke ich, müssen wir uns da auch jetzt noch keine großen Gedanken zu machen, wie die WHO in Sachen CBD entscheidet. Ja, es wird nicht vor nächstes Jahr passieren. Ich weiß, die EU möchte meines Wissens zufolge dieses Jahr noch entscheiden. Ich werde da gleich, wenn wir uns verabschiedet haben, vielleicht auch noch ein paar Worte zu verlieren, weil ich diese Woche selber da ein bisschen rum recherchiert habe und wollte den Hans noch fragen, hast du noch eine Frage? Ist ja auch dein Themenfeld, internationale Drogenpolitik. Ja, also im Moment hätte ich nichts hinzuzufügen und wir sind gerade im Timing so, dass es ein guter Moment ist, dir Danke zu sagen und ich fand es gut so erklärt, wie das eigentlich läuft in den verschiedenen UNO-Behörden oder Einrichtungen. Und das war ein guter Einblick. Danke. Ja, ich bedanke mich auch bei dir. War wirklich ein sehr schöner Einblick in internationale Drogenpolitik, wie das funktioniert. Schön, dass du hier warst, Nils. Vielen Dank und einen angenehmen Sonnabend noch. Ja? Ich bedanke mich. Ich wünsche euch einen schönen Abend miteinander. Ciao. Danke. Ciao. Jo, ciao.